Jo Leute, somit herzlich willkommen zu einem Video auf meinem Kanal Hendrik Schuster. Und heute habe ich mal Fortnite bereit zum Gefecht oder Ready to Jump Sticker. Das sind die neuen Fortnite Sticker, nachdem es jetzt die Kartenserie gab, gibt es jetzt auch eine Sticker-Serie in Zusammenarbeit von Blue Ocean, Panini, Stick It Now und Fortnite. Und zwar ist es die erste Sticker-Serie, die pro Tüte 1 Euro kostet. Und ich habe beim Kiosk gefragt, weil ich wusste nicht, wie viel die kostet. Auf den Display stand kein Preis, komischerweise, drauf, wie viel die kosten. Und die Sticker-Serie meinte, mein Kioskbesitzer ist oder Kioskinhaber ist auch schon ein wenig rausgekommen, aber mal gucken. Auf jeden Fall haben wir hier ein paar Stickertüten. Insgesamt werden wohl 20 Stück öffnen. Und dann haben wir hier noch das Album. Muss ich kurz mal ein bisschen rauszoomen. Das Album haben wir auf dem Album. Das Album glänzt übrigens. Es ist richtig schön schimmernd. Steht Fortnite bereit zum Gefecht. Jetzt kommt die Sonne raus, was ich eigentlich nicht dachte. Weil jetzt sind hier so Sonne und da Schatten. Dann haben wir den Wolf-Skin, den Lama-Skin und den Western-Skin. Panini Group, Sticker-Album. Dann das Album hatte auch halt 6 Sticker-Inhalt. Dann Inhaltsverzeichnis insgesamt. Also ich verstehe, dass es hier bis zur Nummer 157 so weitergeht, dann hier 158 und hier irgendwann mit 300 aufhört, weil hier hat irgendwann, ich verstehe das nicht, wieso, was das hier so soll, weil alles ist, sind so Sticker in dem Album und dann gibt es auch einmal so ein Poster, wo man alles einkleben muss. Verstehe ich nicht. Das Album hat 3,50 gekostet, ganz schön teuer. Die Champions League Alben, die größer sind, haben sonst 2,50. Aber es hat eine gute Qualität als für Sticker-Alben und hat einen schönen Glitzer-Effekt. Also wie gesagt, ich kann ja noch mal schnell gucken. Es kommen offiziell 352 Sticker rein. 352 Sticker. Let's go. Ich würde sagen, wir gucken uns kurz die Tütendesigns an. Ich glaube, es gibt 4 oder 5 verschiedene. Wir werden die mal kurz sortieren. Hinten sind übrigens keine Barcodes drauf. Also obwohl ich die aus dem Nestle gekauft habe. Wir haben einmal das Design, dann haben wir das. Farbbomber, das ist nochmal das. Also wir werden jetzt erstmal alle Tüten sortieren. Aber ich möchte euch wirklich alle Designs, die ich habe, zeigen. Also das Design ist auf jeden Fall nice. Ich glaube, es gibt 5 verschiedene Tütendesigns, was ich jetzt gerade hier so sehe. Wir haben 5 verschiedene Designs. Wir haben einmal das Design mit dem Panda Drift und dem Soldatenskin. Dann haben wir insgesamt 5 Tüten mit dem Eis Yeti Skin, dem Lux und dem Winter, also das war sozusagen Season 7 Paket sozusagen. Dann haben wir die Farbbomberin, jetzt kommt die Sonne richtig raus, den schwarzen Ritter und die Funkel. Assistenten oder halt die Season 2 Skins aus dem Battle Pass. Dann haben wir den DJ Lama Western und den Wolf Skin. Und noch den Astronaut Farbbomber und den Rostlauben Skin. Ich würde sagen, ist egal wie die so liegen, das Album kann ich als Unterlage mal weglegen, weil wir können später noch mal gucken. Es gibt auch Glitzersticker, habe ich schon gesehen. Und ich zoome mal ein bisschen näher ran. So sehen wir dann die ganzen Sticker. Und ich würde sagen, also pro Tüte sollten 5 Sticker sein, soweit ich mir sehen kann. Was ich mal im Bericht gelesen habe. Ja, 5 Sticker. Relativ große Sticker auch. Dann haben wir. Was klicken jetzt hier rum? Auf jeden Fall haben wir als ersten Skin den Look Skin. Aber als blauer Skin mit einem blauen Hintergrund ist jetzt nicht so super getroffen. Dann haben wir. Das ist die. Was ist denn das für ein Käfer? Da haben wir hier so die also das sind wirklich Action-Sticker. Das war aus Season, war das Season 4? Season 6 oder Season 7, wo das passiert ist, wo der Loot Lake zugemacht wurde, wo Kevin war. Keine Ahnung. Dann haben wir den gleichen, dann haben wir den Lux-Skin nochmal als Glitzer-Skin, aber in einer anderen Version. Dann haben wir die Pickaxe, sozusagen die ganz normale Spitzhacke. Und nochmal. Lazy Lake, glaube ich. Season 6, 7. Bei Loot Lake ist schon so viel passiert. Das sind Action-Sticker, das sind Standard-Sticker und das sind Glitzer-Sticker.
sortieren wir mal so. Das sind wieder Sticker, muss man aufpassen, dass man keine kaputt macht. Ach so, von hinten sehen die immer gleich aus. Das ist sozusagen Hashtag und dann die Nummer. Dann ein Ben und also zwei Nurskins, die halt rumfliegen. So. Dann haben wir den Weihnachtsmann mit den Flugzeugen. Season 7. Dann den Laser Chomp oder also auf jeden Fall der Hai als Glitzersticker und als Gleiter. Dann Bonsai oder Bonesy, der Hund. Dann den Corbett Skin. Und oh, das ist ein Ladescreen aus Season 2 mit dem Lama, mit Liebesbeauftragte, Funkel, Rosthaube Skin. Auf jeden Fall, die Sticker sehen richtig gut aus. Muss ich jetzt an der Stelle sagen. Also, ich weiß nicht, ob sich der Preis da lohnt, aber ich würde sagen, also von den Stickern, von der Qualität und vom Aussehen her haben die es auf jeden Fall, sind die auf jeden Fall besser als die Karten, finde ich zumindest. Dann haben wir den Onsi-Skin, also die sind alles englische Namen. Dann haben wir den Dürr oder den Wolf-Skin als in voller Stufe. Dann, ich weiß nicht, wie die heißt, aber auf jeden Fall in der Disco bei hinten beim Schneegebiet. Dann den Abstract Skin. Und ein Teil der Karte, das ist Sticker Nummer 5. Das ist die Season 6 Map mit Tilted, oder nee, das ist die Season 4 oder so Map. Mit Tilted, Greasy, Flash Factory. Auf jeden Fall, das ist das OG Fortnite noch. Denke ich einfach mal zu den Action-Stickern. Dann, oh, also ich glaube, oh, wir haben jetzt sogar zwei Glitzersticker. Also kann sein, ich glaube, bisher hatten wir ja nie im Tüten Glitzersticker. Vielleicht haben wir, gibt es ja viele Glitzersticker. Dann haben wir Panda Teamleader als Glitzersticker. Dann haben wir den Wertrex als Glitzersticker. Den Lux nochmal in der ersten Version. Ach, stimmt. Habe ich vergessen zu sagen, es gibt so die ganzen Skins in den verschiedenen Stufen. Dann haben wir hier den Raptor-Skin über Tilted und Loot Lake mit dem, wie er fliegt. Und dann haben wir als Tanz-Cheerleading sozusagen drei verschiedene Schritte. Erstmal macht er die Arme hoch, dann, also halt die Tänze werden noch ein bisschen gezeigt. Das ist auch noch hier so ein Action-Sticker. Also ich finde, das ist viel besser als die Karten gelöst, die Sticker. Also ich sammle ja sowieso lieber eigentlich Sticker, auch wenn es in letzter Zeit relativ wenige Sticker gab, die so man sammeln konnte beim Fußball. Aber ja, dann haben wir hier bei Paradise Palms den Drift und den Soldaten-Skin mit dem hinten Golfkart. Dann als Snipers. Oh, der Sticker ist nice. Alle Snipers, die es mal gab, Jagdgewehr, Heavy Sniper und Bold oder normale Sniper. Dann haben wir den Levitan als Glitzer-Sticker. Vielleicht ziehen wir mal drei. Die Eva-Spitzhacke aus Season 3. Und Raketenexplosion, also Rocket Launcher Explosion mit dem Wildcard Skin. Ich finde, das Video macht Spaß zu drehen. Ja, gut. Bisher hatten wir an jedem Tütchen ja auch Glitzersticker. Dann haben wir den Calamity Skin, oder ich weiß nicht, wie er auf Deutsch heißt. Dann den Jäger Skin, den Diddy Up Skin, den Corbett Skin und oh, kein Glitzersticker. Das müsste bei Salty damals noch sein. Also auf jeden Fall ganz früh, bei irgendwelchen ganz frühen Seasons wieder angeschossen und baut. Auf jeden Fall ganz früh. Und wo es Fortnite ist noch nicht. Also das war das erste Sticker-Tütchen ohne Glitzer-Sticker. Ah, den Skin kenne ich auf jeden Fall. Da haben wir den Drift-Skin. Ah, das Bild hatten den. Der ist der erste doppelte Sticker. Leg ich mal hier gleich hier oben hin. Dann haben wir den Maximilian Skin, den Sash Sergeant und den Sparkle Specialist. Das ist der aus OG Season 2. So sehen wir auch alles besser. Ja, Entschuldigung auf jeden Fall dafür. Ja, dann haben wir den Wingman Skin aus Season 4 oder 5, den 5 Euro Skin ist das. Nochmal den Drift Skin, hatten wir den nicht gerade schon mal den gleichen? Ja, der ist auch doppelt. Dann den Wukong Skin. Bau Battle, also solche Sticker finde ich jetzt irgendwie nicht so
nützlich. Und dann nochmal bei, das müsste bei Frosty Flights mit dem Quad 1 der Skin sein. Aber ich weiß gerade leider nicht, wie der Skin direkt heißt. Wir haben auf jeden Fall noch genug gut Stickertüten. Und ich nehme so viele Unboxings momentan im Voraus auf, Leute. Also kann auch sein, dass es mittlerweile schon viele andere Videos zu den Serien gibt. Aber für mich, ich habe von den Videos jetzt noch, von der Serie noch keins gesehen. Oh, da sind alle MPs, die es gibt. Da haben wir einmal die P90, die Maschinenpistole, schallgedämpfte Maschinenpistole. Das ist die schallgedämpfte. Also P90, also momentan gibt es 1, 2, die 3. Die wurde rausgemacht und die kann ich gar nicht. War die mal drin, ne? Keine Ahnung. Also ich kenne die zumindest gar nicht. Dann haben wir den Locked Star Backbone Skin. Das ist kein Puzzleteil. Im Flugzeug der Weihnachtsmann. Und das ist der zweite Teil von Cheerleading. Sagen werden die beiden sozusagen dann aneinander gemacht. Oh, der Skin ist auch nice. Dann haben wir The Prisoner Skin, Flap Jackie, damals noch die Gaunerin mit der Maschinenpistole vom Dürrbürger Restaurant in Greasy Grove, dann Battlehawk Skin und Fungi Ops. So, dann fangen wir an mit dem, damals noch bei Wailing Woods, ich sehe vieles an der Kulisse, der Hasenskin läuft mit in den Wailing Woods auf das Lama zu. Dann als letzter Sticker den Flytrape Skin, den Alpens Ace Skin, Shadow Ops und Cyper Skin. Den spielen auch sehr viele Leute jetzt auch beliebt, als Schwitzer-Skin. Also, wenn Leute das nicht so kennen, oh, geiles Lama. Das sind sozusagen Leute, die das Spiel wirklich ernst nehmen. Hier haben wir wieder, oh, 526er. Leute, Hashtag 526er in die Kommentare. Und zwar haben wir einmal das Lama. Das habe ich auch zwei WhatsApp als. Bei Instagram als Profilbild. Dann haben wir den Rattenrückskin in der ersten Variante und den Fallen Love Ranger. War mal so ein 20-Euro-Paket. Dann haben wir. Oh, das ist aus Season 3. Ne, das ist jetzt aus Season 4, das weiß ich. Aus Season 4 der. Das war ja die Super-Schurken-Season. Das, das ist sozusagen der Ladebildschirm. Dann haben wir einmal den Valor, den Zoe, den Corbett, den Omega-Skin. Ja, nice. Und dann haben wir nochmal den Cryship Churchill Breaker. Sagen der Mann zu der Frau, die wir gerade gezogen haben. Oh, das Lama, das ist nice. Oh. Haben wir den nicht gerade gehabt? Ja, der Ratnerrück ist direkt doppelt. Oh, wir haben wieder drei Glitzersticker. Wieder 526. Oh. Dann haben wir den Musha-Skin. The Prisoner haben wir auch schon gehabt. Dann haben wir bei Loot Lake mit der Autosniper damals noch. Und den Scoundrel oder der Gauner. Wir haben noch. Wenn das Tütchen. Mit dem Tütchen 7 Päckchen. Dann Clockets, da hatten wir auch schon. Calamity hatten wir schon. Zenith, Midnight Ops und Special. Delivery. Das ist sozusagen der Pizza-Rucksack von dem Tomaten-Skin. Dann haben wir. Ist das vom Taucher oder von welchem ist das nochmal? Das Backpack. Auf jeden Fall mit dem Map Trank. Den Wildcard-Skin. Das ist bei Happy Hamlet, der Lux und der andere Skin. Dann haben wir den Moonwalker-Skin aus Season 3 und Shifty Chefs. Wo es schon in der Schneewelt war mit dem Leuchterbus. Das heißt, Season 9 oder 10 musste. Oder Season 9 oder. Ich glaube, Season 9 wurde das Bild gemacht.
Oh, dann haben wir alle Pistols, die es gab. Also die Stickers sind geil, die wo alle von den ganzen Waffen drauf sind. Aber einmal die Double Pistol, die Deagle und die normale Pistol. Dann den Frostwing Hängegleiter, ziemlich groß als Hängegleiter. Dann den Trox Skin. Die beiden, das zeigen jetzt auch ein Banner. Das sind die beiden Gauner oder halt Hippies, die Skins. Und dann noch den Tanz. Den Tanz kenne ich sogar gar nicht. Also du weißt zumindest nicht von der Beschreibung jetzt, was das ist. Ja, den hatten wir auch schon. Und zwar haben wir dann jetzt hier einmal den Laser Chomp nochmal, dann den Lux hatten wir glaube ich auch, aber ich lege ihn erstmal da an. Ich weiß nicht, ob die Version. Dann haben wir den Skull Trooper und den halt den Strandbeauftragte, der war zu diesem Loot Lake Loot Lake Teaser auch nochmal da. Oh, der kommt dahin. Dann haben wir den Infilitator. Ein Skin mit der Silence Pistol. Ich weiß aber gar nicht den Namen gerade nicht. Also den Namen weiß ich nicht. Noch drei Tüten. So, dann haben wir die Tomate, die geworfen wird. Ragnarök oder Magnus Skin. The Prisoner, nochmal eine andere Version. Omega und den Skin, die hatten wir im letzten Tütchen. Wildcard Skin hatten wir auch schon, glaube ich. Dann Sloshy Sloider, der ist relativ selten. Grüße gehen auch an Mika. Den Wailor Skin. Dann den Busch und den Schneemann, die es mal in Fortnite gab. Den Busch gibt es immer noch. Den Schneemann wurde rausgemacht. Und den Einkaufswagen. Also hier sind auch viele Sachen aus OG-Zeiten noch drin. Und die Sticker-Serie finde ich echt cool. Das meine ich zum Teaser, den hatten wir aber auch schon. Dann den Onazi-Skin hatten wir schon. Zenith-Skin hatten wir schon. Polar Peak. Und hatten wir den schon? Ich weiß es nicht. Kann sein, dass wir den gerade schon hatten, aber lege ich einfach hier hin. Nochmal. Hatten wir den schon? Kann ich so weit weg sein. War nur. Ja, den hatten wir schon. Gut. Das heißt, wir haben insgesamt aus 20 Sticker-Tütchen. Das sind die Action-Sticker, das sind die Skins und Items-Sticker. Und dann haben wir insgesamt Blitzer-Sticker von den einfachen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Und dann haben wir noch 22, 23, 24, 25, 26 und noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das heißt ungefähr 13 Doppelte. Lege ich einfach mal unten drunter. Ich finde, die Sticker sind schön. Ich würde mir die Sticker auf jeden Fall nochmal kaufen, wenn ich nochmal die Chance hätte. Weil ich habe mir erstmal alles ein bisschen leer gekauft. Ihr kennt mich. Und ich würde sagen, das war's von dem Fortnite Unboxing. Das Album ist auf jeden Fall richtig schick dazu. Passt auf jeden Fall zu der Serie. Und die Serie finde ich richtig schick. Ich würde sagen, wenn ihr nochmal ein paar Unboxings sehen wollt, gebt nochmal ein paar Likes. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, und auf Wiedersehen. Leute, nicht vergessen, hier noch abonnieren. Fortnite-Karten und Sticker-Playlist auschecken mache ich einfach jetzt zu einer. Und hier noch die ein letztes Video abchecken. Bis zum nächsten Mal. Ich weiß nicht, wann das Video kommt. Ich kann auch nicht sagen, was als nächstes kommt. Ich habe momentan noch 3-4 Videos vorproduziert. Mal gucken. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, und auf Wiedersehen. Say that it feels right, it feels right, it feels right.